Malen, Lachen, Lernen mit Diplomgrafikerin Christine Klemke. Hallo liebe Kinder, nach all dem ganzen Theater mit den Pferden kommt jetzt mal ein richtiger fetter Bagger. Ich habe ihn schon mal so ein bisschen vorgezeichnet und jetzt werde ich euch mal erklären, wie man so einen Bagger malt. Alle Kinder sind begeistert von Baby auf geradezu, wenn sie ein was vom Bagger hören. Und zwar deswegen, Kinder, weil eure Hände sind die schönsten Bagger auf der ganzen Welt. Und schon als kleines Kind fängt man an, im Matsch zu baggern. Und ich kann mich erinnern, als ich mal klein war und mit meinen Kumpels hier auf dem Hof in der Stadt beschlossen hatte, wir baggern uns jetzt ein Loch bis in die Mitte der Erdkugel. Und wir waren alle so ganz begeistert und haben uns vorgestellt, wie das dann immer wärmer wird und wie es wohl ist, wenn wir auf der anderen Seite rauskommen. Und das Schönste daran war, dass wir eine solche Atmosphäre hatten, wie man sich jetzt als Erwachsener immer noch wünscht, dass ich die mal haben kann, so zu erforschen oder irgendwas ganz Neues zu finden. Oder sogar einen Schatz zu finden mitten in dem dunklen Loch. Und das alles begegnet einem nur, wenn man mal diesen blöden Computer ausmacht und die blöden Spiele ausmacht und mal runtergeht in den Buddelkasten und anfängt, das zwischen seinen Händen zu spüren, was da ist. Dann habt ihr einen Schatz für euer ganzes Leben. Denn je älter man wird, desto mehr muss man über dies machen und das machen und sowas alles. Und dann kommt man gar nicht mehr dazu, zu den wichtigen Dingen des Lebens, die darin bestehen, mal mit seinen Händen richtig im Matsch zu spielen. Aber wir Künstler, wir machen das ja mit der Farbe und mit den Stiften und mit überhaupt allem, mit unserem ganzen Leben. Los geht's! So, wir beginnen mit dem Leichtesten. Das müsst ihr euch merken, der erste Schritt ist immer leicht. Und wenn wir den ersten leichten Schritt gefunden haben, dann finden sich alle anderen auch. Also nicht erst denken, ach, das ist ja so schwer, da werde ich nie einen fertig kriegen. Nein, ihr habt doch alle schon mal eine schöne grüne Gewürzgurke gesehen. Oder ein Würstchen, veganes Würstchen. So, guckt. Und das ist die Kette, weil ich habe ein, wie nennt man so ein Bagger, so ein wie heißen denn die Dinger? Raupen, ein Raupenbagger. Und damit es auch wirklich wie ein Raupenbagger aussieht, muss ich jetzt hier die Ketten von Kettenraupenbagger, Baggerraupenkette oder ihr wisst sicher alle, besser, wie das heißt. Ansonsten denkt ihr euch selber einen Begriff aus. So, da. Jetzt machen wir mal schnell den Bagger fertig. So, und das sind hier so hydraulische Teile und die treiben hier alles an. Hier können wir dann nochmal schwarz machen oder so. Das muss so aussehen, als ob ich genau weiß, wie so ein Bagger aussieht. Das könnt ihr euch ausdenken. Denn noch sind wir ja keine Ingenieure. Jetzt schwebt da drüber ein Strich, ein Schwebestrich. So. Und unter dem Schwebestrich machen wir mal den Bagger hier irgendwo fest. Das könnt ihr dann richtig schön schwarz malen. Sonst der Bagger muss ja ein bisschen höher sein als die Raupe, als der Raupending hier. Sonst kann der ja nicht losfahren. So, und jetzt machen wir mal hier einen geraden Strich ran. So. Und jetzt so ein bisschen von da bis da, so ein bisschen rund. So ein bisschen, nicht so doll, nur so ein bisschen.
Das ist nämlich, da ist der ganze Motor drin. Oh, Quatsch. So, so und so. Dasselbe Ding sozusagen in klein nochmal. Also erst den Strich und dann den Strich. So, seht ihr, ist genau dasselbe, nochmal klein. Das können wir auch schwarz machen, weil da sind, ist der Motor drin, das ist immer alles so dreckig. Aber trotzdem sind Bagger schön. So, jetzt kommt das Fahrerhäuschen. Jetzt machen wir mal hier einen geraden Strich rauf, so wie so eine Antenne. Dann machen wir hier wieder einen geraden Strich ran, nicht so lang. Das ist das Dach von dem Fahrerhäuschen. So. Und jetzt machen wir ein bisschen schräg nach vorne, damit der seine Behnerin kriegt. Denn ansonsten hat er abends Schmerzen in den Knochen, wenn er, hat er sowieso wahrscheinlich bei dem Beruf. Jetzt machen wir mal hier einen Stuhl, da sitzt er drauf. Und pass auf, das ist gar nicht so schwer, wenn ich euch sage, jetzt malen wir nochmal einen Baggerfahrer rein, dann müsst ihr keine Angst haben, das geht ganz leicht. So, der sitzt hier so ein bisschen nach vorne gebeugt, dann können wir mal hier so ein bisschen so ein Viereck machen. Dann machen wir Eierkopf, aber alles in schwarz, weil wir die Sonne hinten haben. Da ist so ein bisschen Gegenlicht. So, jetzt kriegt er einen richtigen Helm auf, das geht ganz leicht. Bauarbeiterhelm, jetzt so einen dünnen Hals, das sieht sonst gemein aus, sonst sieht es aus, als ob da eine Wurst sitzt. So, jetzt kommen hier die Hände, die Arme. So, da hält er seine Steuerknüppel. Zack, zack. Und wie die auch immer aussehen, das weiß ich nicht. Ich saß noch niemals in so einem großen Bagger. Und die Beine, zack. Einer, da brauchen wir nur eins mal. Und wenn er die nicht hinkriegt, ist auch egal. So, Kinder, habt ihr schon mal eine Schultüte gesehen? Wir haben mit einer Gurke angefangen, haben jetzt das Baggerhäuschen da so gemacht, bis der Typ da drin sitzt. Und jetzt malen wir nur noch Schultüten. Passt auf, eine spitze Schultüte, huch, bisschen krumme Schultüte, kommt jetzt hier hin. Schultüte Nummer 1. Schicke Schultüte. Jetzt kommt, jetzt machen wir hier einen geraden Strich runter. Jetzt malen wir noch eine Schultüte, aber diesmal so lang. Zwei Schultüten. Und diese Schultüte, da kommt ein Dach rüber. So. Und jetzt machen wir wieder bis hierhin so. Und jetzt machen wir wieder eine Schultüte. So. Ganz schön verrückt, wa? Und jetzt kommt hier unten ein Viereck, das könnt ihr alle. So. Und hier machen wir jetzt die Zähne ran. Ha, damit kann der richtig schaubaggern. So, jetzt werdet ihr zu Recht sagen, die Schultüten, die kann man überhaupt nicht bewegen. Darum müssen jetzt hier hydraulische Stahlseile, erstmal Stahlseile, Stahlseil Nummer 1. Und damit man nicht denkt, das ist doch noch irgendwas anderes, machen wir jetzt hier so das Stahlmäßige hier mal ran. Ja? So, dann kommt ein Stahlseil hier lang. Und dann wieder. So, das sind meine Stahlseile. Hier ist ein kleiner Fehler. Und jetzt kommen hydraulische Sachen. Was Hydraulisches, da machen wir hier erstmal ein paar Nieten und ein paar Gelenke rein, hier auch. Also ich muss euch sagen, ich bin nicht so schlau, was Technik anbetrifft, aber wir müssen da uns ein bisschen mit beschäftigen, damit man denkt, das würde funktionieren. Ich verbinde jetzt diese beiden hydraulischen, sieht aus wie ein Knochen, wa? So, oder nee, wie sowas, was man immer den Hunden wirft, damit sie es holen. Mein Hund holt ja nichts. Der lacht mir immer bloß ganz blöde an. Und hier ist ein hydraulisches, hydraulisch kommt von von Wasser. Ist irgendwie das lateinische Wort heißt. Oder Flüssigkeit. Und da wird hier irgendwo eine Flüssigkeit reingepumpt und die bewirkt, dass ein Unterdruck entsteht und sich diese Dinger hier bewegen. Hier müssen wir jetzt an diese Stellen, die beweglich sind, an den Gelenken sozusagen, was wir bei den Pferden auch hatten, machen wir jetzt immer hier so einen
so eine Rundung, damit man weiß, da bewegt sich der Bagger drin. So, das war ja nun ein ganz einfaches Ding. Jetzt müssen wir den Bagger noch irgendwo raufmalen. Also der ist bis hier an den Abgrund gefahren. Und damit der Abgrund, die Baugrube hier auch ein bisschen nach Baugrube aussieht, mache ich jetzt hier noch so Steine hin und Struktur vom Sand. Und als Baggerfahrer muss man immer schön aufpassen, dass man nicht nur ins Loch fliegt, wa? Dann ist nichts mehr mit Schatzsuche oder so. So, das ist ein Stein hier übrigens, falls ihr euch wundert. So, und hier ist das Ende vom Loch. So, und jetzt kommt es drauf an, was der jetzt baggern wollte. Also, ich finde, am schönsten ist, wenn man einen Schatz findet. Das ist doch wirklich was Gutes, was Reelles sozusagen. Ein Schatz ist etwas, was man noch nie hatte vorher und was man die ganze Zeit ersehnt hat. Und es gibt nicht nur alte Schatztruhen mit Gold und Silber drin, sondern es gibt auch Schätze, die man im Leben entdecken kann. Zum Beispiel, wenn man mal wieder ganz neu entdeckt, dass Mama und Papa einen ganz doll lieb haben. Das ist übrigens der größte Schatz. Oder wenn man sieht, dass die Welt so schön ist. Auch das ist ein ganz wichtiger Schatz. Und diesen Schatz, den wir hier jetzt aber heute malen wollen, der war ganz vergraben. Und das gibt es auch im Leben, dass man zum Beispiel in seinem Inneren eine ganz große Begabung hat als Künstler oder als Mathematiker oder dass man einen Beruf in sich hat, den man ganz doll liebt und den man auch am besten ausführen kann. Ich finde zum Beispiel alle Menschen gut, die ihren Beruf mit Liebe machen. Und ich würde zum Beispiel gerne mal Kassierer werden. Ich würde wahrscheinlich immer mich verrechnen, weil ich mich immer grundsätzlich verrechne. Aber ich könnte so schön viel mit Leuten quatschen. Also ich würde gern Kassierer sein. Ihr könnt euch ja mal überlegen, was ihr gerne sein würdet. Und jetzt malen wir den Bagger weiter mit einem richtigen Schatz von früher aus der Schatztruhe. Los! Also merkt euch, immer wenn man einen Schatz hebt, hebt man auch, meistens findet man den im Müll. Der ist meistens vergraben. So, hier fällt Brocken runter, fällt wieder ins Loch. So, das ist der Müll. Und plötzlich sehe ich hier drauf eine richtige Schatztruhe. So, jetzt deute ich mal an, dass die aus Holz ist. So, da kann ich so ein bisschen Struktur reinmachen. So, Holzstruktur soll das sein. Und hier sind die, wo man anfasst. Und jetzt der Deckel, ich male den Deckel so, dass er gerade runterfliegt, sonst wird mir das hier zu blöd. Einfach, ich kann ja malen, was ich will. So, da ist der Deckel, der fliegt gerade runter. Hier ist der Verschluss. So. Könnt ihr erkennen? So, das soll der Deckel sein. Von der Schatztruhe, hier sind die Scharniere. So. Und jetzt kommt der Schatz. Also hier beispielsweise die Krone, weil ihr alle Prinzen und Prinzessinnen seid. Dann hier eine schicke Vase für eure super Blumen. Dann vielleicht eine Schale, wo Mama ihren Schmuck reinmachen kann. Und lauter Goldstücke. Und wichtig ist auch, es glänzt schön und so hübsch. So, und das muss alles so glänzen. Da könnt ihr euch richtig, vielleicht findet ihr ja so mal ein bisschen Farbe, damit ihr das richtig schick machen könnt. Warte mal, ist mal hier noch so. So. Super? Ja! So, liebe Kinder, wir baggern ja nicht mit solcher Riesenmaschine mitten im Wald, hoffe ich, sondern wir wohnen ja irgendwo in so einer Stadt, wo schon alles versaut ist. Da sind schon viel zu wenig Pflanzen, viel zu wenig Bäume, viel zu wenig Tiere, alles viel zu wenig, weil die Menschen gedacht haben, es reicht, wenn sie alleine da sind. Und das stellt sich jetzt als eine Lüge raus. Wir brauchen die Tiere, wir brauchen die Pflanzen und ohne die können wir gar nicht leben. Und wir brauchen auch eine gesunde Umwelt, denn in einer kranken Umwelt können wir nicht gesund bleiben, wie ihr jetzt alle schon mal gemerkt habt. Aber jeder von uns kann dazu beitragen, dass alles besser wird. Und zwar zum Beispiel kein Essen wegschmeißen, keine Tiere ärgern oder quälen, sondern alles mit Liebe anschauen und mit
früher hat man immer Ehrfurcht gesagt, so, das ist so, dass man nicht alles zerstören will, sondern dass man glaubt, dass alles ganz wichtig ist auf dieser Erde, denn das stimmt auch so. So, guck mal, jetzt machen wir hier die modernen Häuser alle hin. So, und hier immer noch so ein großes Schild, da steht dann irgendwie drauf, bis etwa da drauf steht, zack. So, und jetzt, wir machen jetzt eine schöne Welt. Und dass man auch viele Blumen und sowas pflanzt. Guck mal hier, jetzt malen wir mal hier so eine, schon mal so einen Baum hin, damit es nicht ganz so trübe aussieht auf unserem Bild. Guck mal so, der ist hier schon ein bisschen vertrocknet. Und wir malen das nur, damit wir wissen, dass wir alle wollen, dass das Leben wieder richtig gut wird. So, und wenn das Leben richtig gut ist, dann muss man die Sonne sehen. Darf das nicht so dreckig sein von irgendwelchen Kraftwerken, dass wir hier die Sonne nicht mehr sehen können. Dann können hier schöne Wölkchen sein. Ja, so, damit wir auch mal, damit die Sonne nicht zu heiß wird. Dann muss man auch mal die Vögelchen sehen, nicht diese McDonald's-Vögel. Kinder, seht euch vor, die geben kein gutes Essen. So, die machen nur viel Werbung, dass die Kinder denken, das schmeckt, das ist ekelhaft, viel Zucker drin. So, guck mal, und so, dass wir uns unsere Welt so schön machen, wie es nur irgendwie geht, Kinder. So, liebe Kinder, ich habe euch ganz viele wichtige Sachen heute gesagt, dass wir mit unserer Umwelt nämlich gut umgehen müssen, wenn wir baggern, und dass wir Schätze finden, oft ganz, die ganz verborgen sind, und dass wir, wo wir auch immer wohnen, nichts zerstören wollen, was es gibt, sondern dass wir wissen, dass wir selber ein Stück von der Natur sind und dass wir diese Natur gesund erhalten möchten. Und jetzt, wenn ihr das gemalt habt, erstens möchte ich gerne eure Bilder sehen und zweitens dann sofort raus in den Buddelkasten und versucht mal ein Loch zu buddeln, nicht zu buddeln, zu baggern, bis zum Mittelpunkt der Erde. Malen, Lachen, Lernen mit Diplom-Grafikerin Christine Klemke.